Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wieder meine Top Lieblingsprodukte aus dem DM bzw. aus der Drogerie. Und das ist so ein bisschen wie Part 2 zu einem Video, was ich schon mal gemacht habe. Und zwar habe ich erst kürzlich, oder ist es schon einen Monat her, ein Video hochgeladen mit Top 3 aus jeder Kategorie. Und da war natürlich ganz viel High-End dabei, weil ihr wisst, ich liebe einfach High-End-Make-up, High-End-Fashion und viele haben sich aber daraufhin gewünscht, dass ich so eine Top-3-Reihe aber mit nur Drogerieprodukten mache. And here I am. Heute mache ich für euch meine Top-3 aus der Drogerie. Und ich muss leider sagen, ich habe nicht in jeder Kategorie 3 Produkte gefunden. Aber trotzdem, ich habe hier sehr viele Goldies parat. Und ich würde sagen, wir starten mit Primer. Und bei Primer habe ich gleich gar keinen. Ich zeige euch ja auch nicht irgendwas jetzt, um etwas gezeigt zu haben, sondern ich will euch wirklich Crème de la Crème Produkte zeigen. Primer benutze ich, letztes Mal zubbeln in den Haaren, vielleicht stecke ich sie auch mal zusammen. Primer verwende ich tatsächlich nur aus dem High-End-Bereich und jetzt im Sommer sowieso, ne, viel Sonne und so weiter, benutze ich statt Primer sowieso Sonnencreme. Und wenn ich Sonnencreme verwende, dann benutze ich eigentlich keinen Primer mehr. Und deswegen, jetzt regt sich auch keiner auf, dass ich zu viel in den Haaren fummel. Und eben weil ich jetzt einen Primer durch einen Sonnenschutz ersetze, zeige ich euch gerne einen Sonnenschutz, den ich mega finde aus der Drogerie. Und zwar von Garnier Ambre Solaire Over Makeup Super UV 50 LSF. Schützt und hält über Make-up. Das ist nämlich genau das Coole daran. Gut schütteln vorher, auf das gesamte Gesicht aufsprühen. Ob unter das Make-up oder über den Tag auf das Make-up. Das ist nämlich das Coole an diesem Spray. Und deswegen kann ich euch das sehr, sehr, sehr empfehlen. Für alle von euch, die eben Make-up tragen über den Tag oder auch mal Sonnenschutz nachtragen wollen, aber nicht auf das Make-up, was man schon drauf hat, drüber schmieren können wollen, geht ja auch nicht. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das ist die einzige Option, die ich so habe zum Thema Primer. Dann habe ich zum Thema Grundierung, also Foundation, habe ich 3 ausgesucht. Ich stelle euch mal vor, hier brauche ich gar nicht vorstellen, Goldie, Leute, das ist meine allerliebste Foundation aus der Drogerie. Ich hatte zwischendurch auch mal andere. Ich mochte ja auch die von Trended Up zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, auch mit der Pipette. Sehr lange war sie mein Favorit, so ein Jahr oder so. Ich habe sie immer noch und ich verwende sie auch immer wieder mal, aber ich muss sagen, diese ist einfach am allerlängsten mein Favorit. Das ist die Perfect Match Nude aufpolsterndes getöntes Serum Foundation mit 1% pure Hyaluronsäure. Ich habe hier 2 bis 3 hell. Das ist der Ton, den ich verwende. Die Pipette, ich liebe einfach alles an dieser Foundation, muss ich wirklich sagen. Ich finde das Finish wunderschön. Sie ist sehr leicht auf der Haut, sehr pflegend. Ich liebe die Deckkraft. Also für mich persönlich ist mindestens mittlere Deckkraft schon ein Muss. Manchmal habe ich auch wirklich Lust auf was super Leichtes, aber ich sag mal so, meistens habe ich doch Bock auf Deckkraft. Und das ist nicht so zu viel. Das schaut immer noch sehr natürlich auf der Haut aus. Das liegt wunderschön. Es ist, also Drogerie ist auch nicht mehr günstig. Ne? Früher hat man immer gesagt, ja, Drogerie ist halt günstiger und so. Es ist nicht immer, es ist günstiger natürlich als High-End, aber wirklich günstig ist es nicht. Und was haben wir hier drin? 30 Milliliter. Also die reicht auch wirklich lange. Das ist auch schon meine 2. oder 3. Flasche, die ich hier habe. Die ist so schon durchgeschüttelt, aber die ist auch nur noch halb voll. Das ist eine Foundation, die ich immer auftrage. Im Alltag, wenn ich auf Events gehe, wenn ich verreise, nehme ich sie mit. Ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. Perfekte Foundation. Für mich persönlich, ich habe eine trockene Haut. Dann kann ich euch auch sehr diese Foundation empfehlen von Max Factor Facefinity Lasting Performance 106 Natural Beige. Ist die Farbe, die ich habe. Weightless Feel Non-Pore Clogging. Also das ist eine Foundation, die auch ein so schönes Finish hat. Und die hat schon fast so eine bisschen gelige Textur irgendwie. Also sitzt sehr schön auf der Haut, hat auch ein ganz, ganz tolles Finish. Also falls ihr mal was Neues ausprobieren wollt, die kann ich euch sehr empfehlen. Hier sind sogar 35 ml drin. Ganz, ganz tolle Foundation, tolle Konsistenz. Ich denke auch für eine normale Haut wird sie gut sein. Ich habe eben eine trockene Haut und ich vertrage sie wirklich sehr, sehr gut. Ich kann sie euch von Herzen empfehlen. Als ich sie entdeckt habe, war ich total begeistert. Hin und weg, weil ich das gar nicht irgendwie so erwartet habe. Und dann diese Foundation, die ich auch ganz toll finde von Art Deco. Das ist die High Performance Lifting Foundation. Ich habe die Nummer 20 und
Genau, hat so einen Pupspender. Ich finde, von allen drei Foundations hat sie so die am meisten so eine High-End-Packaging, ne? Mit dem Silber, mit der Glasflasche. Also alles, wie das so, die ganze Aufmachung ist schon so ein bisschen hochwertiger, sage ich mal, als die anderen beiden Foundations. Und die hat auch ein ganz tolles Finish, tolle Deckkraft. Also alle drei liegen sehr schön auf der Haut, sind toll für eine trockene Haut, haben ein sehr natürliches Finish, haben aber genug Deckkraft, falls ihr auch mal so ein bisschen Flecken habt von irgendwelchen Unreinheiten oder vielleicht von ja, Pigmentfleckchen oder sowas, ne, sieht man bei mir trotzdem immer. Ich habe gerade eine CC-Cream drauf, ich hatte gerade was gefilmt, deswegen habe ich CC-Cream drauf, Augenbrauen und ein ganz bisschen Lip Liner, deswegen sehe ich schon so ein bisschen geschminkt aus. Ja, ich werde aber immer von den drei Favoriten, die ich euch zeige, ein Favorit auftragen und ich werde hier die L'Oreal Perfect Match Nude Serum auftragen und ich nehme wirklich nur ein wenig, weil ich eben schon was drauf habe und ihr braucht auch wirklich nicht viel von. Das hat eine ganz, ganz dünne Textur, fühlt sich fast wässrig an auf der Haut, lässt sich wunderbar ausblenden, sieht auch am Ende des Tages immer noch toll aus und nicht irgendwie cakey oder so, ne? Aber das waren jetzt vielleicht zwei Tropfen. Wunderschön. Beautiful. So, dann kommen wir zum Thema Concealer. Und hier habe ich das Gefühl, oh Mann, ich zeige echt nichts Neues, ne? Aber sind einfach Produkte, die sich bewährt haben, die ich einfach schon immer und ewig verwende. Zum einen hier dieser hier. Ich benutze hier von Löscher Multi-Use Concealer die Nummer 1 als Concealer. Die gibt es auch in dunklen Farben, die könnt ihr nehmen zum Konturieren zum Beispiel, finde ich mega. Das ist ein Concealer, zu Recht schon so lange auf dem Markt, auch seit Jahren einfach ein Favorit. Wer das noch nicht benutzt, sollte das auf jeden Fall. Mich stört zum Beispiel dieses Schwämmchen hier überhaupt nicht. Viele sagen, ja, unhygienisch und ich weiß nicht. Ich schminke mich immer auf ein super sauberes, gereinigtes Gesicht und ich bin die Einzige, die das verwendet, deswegen finde ich das jetzt nicht so, aber ich liebe diesen Concealer. Der ist wieder toll für Leute, die vielleicht eine trockenere Haut haben. Ganz toll pigmentiert auch, ist auch nicht zu viel. Also für so einen natürlichen Look schön, aber auch so ein bisschen aufbauen für ein bisschen stärkeren Look. Einfach ein ganz toller Concealer. Dann haben wir hier von L'Oreal Infallible More Than Concealer. Der schaut so aus. Das ist so ein bisschen, kam der da raus? Als auch Shape Tape rauskam. I don't know, auf jeden Fall ähnelt er sich so ein bisschen, weil der an sich einfach so ein größeres Fläschchen, sage ich mal, für einen Concealer und auch der Applikator richtig schön dick. Das heißt, man kann damit gut abdecken, aber eben auch unter den Augen zum Beispiel highlighten oder abdecken. Mega Deckkraft, richtig gute Deckkraft. Ein bisschen stärker, würde ich mal sagen, als dieser hier. Der ist eher natürlicher, der ist so ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Wumms. Richtig guter Concealer. Und dieser hier, den mag ich auch super gerne, der ist wasserfest. Vielleicht für den Sommer eine gute Idee. Tattoo Covering, also deckt sogar eure Tattoos ab, falls ihr was im Gesicht habt oder irgendwas auf der Hand oder irgendwo hier im Dekolleté abdecken wollt, sollte damit funktionieren. Das ist der Camouflage Matte Concealer von Essence. Und ich verwende, ich habe hier die Farbe 20 Light Ivory. Ich verwende den wirklich nur, wenn ich super starke Make-up-Looks schminke und ich wirklich noch so mehr highlighten möchte. Also ich würde mit diesem Concealer jetzt zum Beispiel nicht den da machen und das dann überall ausblenden, sondern wenn ich schon Concealer habe, würde ich einen Punkt hier in die Mitte setzen und das dann ausblenden, damit die Mitte so ein bisschen leuchtender ist einfach. Der Concealer ist wirklich krass, matt, sagt ja schon alles, ne? Waterproof, also der ist schon so ein bisschen, ja, heavier vielleicht auch. Deshalb, wenn, dann nutze ich nur ein Tröpfchen und zwar zum Schichten, aber so alleine ist er mir so ein bisschen too much und diese Farbe, die ich hier habe, Light Ivory, das ist wirklich sehr, sehr hell. Also würde ich damit auch komplett hier in diesen Dreiecke gehen, das würde total Panne aussehen, muss man auch dazu sagen. Deswegen muss man ganz doll aufpassen. Ich nehme, hier steht die Farbe. Ich nehme jetzt diesen L'Oreal Paris Concealer und ich nehme die Farbe 327 Kaschmir und ich werde hier einfach mal die Partie unter dem Auge, Kinn und hier, also seht ihr auch, sehr, sehr hell und man braucht wirklich sehr wenig davon. Beim Concealer ist es wirklich auch wichtig, finde ich, dass man die richtigen Tools verwendet. Man muss nicht immer mehr Produkt, sondern man kann auch mit den richtigen Tools viel besser ausblenden zum Beispiel oder verteilen, sodass man eher weniger Produkt eigentlich braucht. Wie ihr seht, funktioniert wunderbar. Das ist jetzt mal so der Unterschied.
mega gut abgedeckt, sehr, sehr gut gehighlightet. Ich habe ja auch gesehen, ich habe jetzt nicht sehr viel drauf gemacht. Das ist so ein Pinsel von BH Cosmetics aus der Ivy Cruise Reihe, die Nummer 3. Der ist auf jeden Fall kleiner als so ein Standard Foundation Pinsel, aber größer als so ein Lidschattenpinsel, würde ich mal sagen. Und der passt sehr gut hier unter die Partie, unter dem Auge. Und ich nehme auch immer hier die inneren Dreiecke mit, weil genau hier hat man ja oft so eine dunkle Stelle, die einen auch müde aussehen lässt. Und jetzt gerade habe ich so kleine Augen, aber ist nicht schlimm. Da komme ich später Lidschatten drüber und Mascara und dann schauen meine Augen nicht mehr so ganz klein aus. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Dunkle aus meinem Gesicht so ein bisschen schon geschafft. Dann kommen wir zum Thema Puder. You know, was jetzt kommt. Das war dieses Puder hier von Catrice aus der Cleaner D, das Mineral Matte Face Powder in der Nummer 10. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mir sagen lassen, dass es aus dem Sortiment genommen wurde. Ich habe gerade eine Packung aufgebraucht. Ich habe 3 Backups. Das ist eins von den 3. Also ich komme noch lange damit hin. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, ob das jetzt wirklich aus dem Sortiment genommen wurde oder ob das nur ein Gerücht ist. Das ist das einzige Puder, das ich für euch hier parat habe. Ich muss sagen, gerade bei trockener Haut, ihr werdet das wissen, ist ein Puder eigentlich ein Gegner. Sollte man am besten nicht benutzen, wenn man schon in einem gewissen Alter ist vielleicht. Obwohl, das schreibt mir wieder gleich irgendjemand was. Ihr könnt Puder benutzen, wann ihr wollt, egal wie alt ihr seid. Aber die Haut im Alter ist doch ein bisschen trockener und so ein bisschen, vielleicht gibt es ein paar Fältchen und so weiter. Und dann kann ein Puder das Ganze nicht gerade besser aussehen lassen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Und deswegen muss man immer ganz doll aufpassen. Und eben, wie ich eben sagte, ich habe eine trockene Haut, da ist Puder eigentlich nicht so toll. Aber dieses hier ist wunderbar. Gerade aus der Drogerie, wirklich für kleines Geld, ist es ein ganz, ganz tolles Puder, weil es meine Haut nicht austrocknet. Aber es mattiert wunderschön. Schaut so ein bisschen airbrushed aus. Und das war es leider schon zu den Pudern. Ich komme jetzt zu den Bronzern. Hier muss ich auch sagen, ja, meine Goldies. Ne? Ich finde, Catrice macht ganz tolle Paletten. Das ist nur so richtig oldschool, irgendwie nur so kleine Paletten zu machen, finde ich. Die gibt es ja auch schon Ewigkeiten. Ne? Ich habe euch ja immer diese von Trended Up gezeigt. Finde ich immer noch toll. Das ist hier die von Catrice. Hat einen Puderton. Mit dem könnte ich jetzt zum Beispiel auch setten. Der ist so ein bisschen gelblich. Der würde jetzt highlighten, aber ich benutze den ehrlich gesagt nie. Ich benutze mehr diese beiden Töne, das zum Konturieren, zum Bronzen. Ich mische die beide und dann gebe ich mir das so auf meinen Wangenknochen auf, weil es für mein Gesicht, meine Gesichtsform passt auf die Wangenknochen. Manche müssen dazwischen. Es ist immer gut, wenn man sein Gesicht kennt und den Aufbau. So, ne? So, deswegen, ich benutze sehr, sehr gerne hier die Palette von Catrice. Finde ich ganz toll. Tolles Pigment, kann man sich super drauf verlassen. Diese Palette, das ist die Holiday Skin Bronze and Glow Palette. Das ist so ein bisschen ein Dupe, würde ich sagen, zu der Charlotte Tilbury Palette. Gibt es ja auch so eine mit größeren Fähnchen, aber es ist sogar fast vom Muster der Fähnchen genau gleich aufgebaut. Ganz toll. Riecht nach Sommer, riecht nach Bonbons, die mich an meine Kindheit erinnern. Das habe ich schon mal immer gesagt. Tolles Pigment, mega. Also beides. Das ist so ein bisschen wie so ein Highlighter, aber so ein sehr ruhiger Highlighter. Den kann man wirklich so schön drüber. Falls ihr nicht so ein Typ seid, dass ihr das so gerne mega habt, sondern so ein Hauch von, dann ist es der perfekte Highlighter für euch. Also ganz tolle Palette. Und dieser Bronzer hier von Max Factor Facefinity Bronze Powder. Das ist so ein guter Bronzer, aber der ist auf jeden Fall nicht für Anfänger, Leute. Ich habe die Nummer 002, Warm Tan. Und gut, der ist auch ziemlich dunkel, muss man dazu sagen. Aber trotzdem müsst ihr ganz doll aufpassen, weil der ist so pigmentiert, dass man damit leicht auch ein bisschen flecken könnte. Aber ich liebe es, dass er so gut pigmentiert ist. Ich liebe einfach Produkte, die funktionieren. Und ich kenne mich ja auch mittlerweile sehr gut mit Make-up aus und ich kann damit umgehen. Deswegen habe ich mit dem jetzt keine Probleme. Ich sage euch nur, falls ihr den so zuallererst benutzt, wirklich macht es ganz vorsichtig. Aber der macht so einen wunderschönen Unterton. Ich werde den jetzt auch mal benutzen. Ich benutze wieder so einen Pinsel von BH Cosmetics aus irgendeiner LE. Und wie ich eben sagte, ne, weil es zu meiner Gesichtsform passt, gebe ich jetzt den Bronzer zum Beispiel auf meinen Wangenknochen auf. Dann gebe ich hier noch ein bisschen was auf die Stirn auf. Und ich hatte gerade wirklich sehr wenig auf dem Pinsel drauf gehabt. Und das reicht schon. Das gebe ich hier noch unten noch was. Also man braucht wirklich, zweimal habe ich so reingemacht, abgeklopft, muss man wirklich
doll aufpassen, weil da kommt ja gleich noch Blush drauf und so weiter. Und versucht den Bronzer auch nicht weiter als eure Pupillen reinzuziehen, weil alles, was zu weit hier drin ist oder zu tief, könnte euch älter oder müder aussehen lassen, fleckiger. Aber das ist wirklich ein wunderschöner Bronzer und auch die Farbe, der Unterton, das wird im Sommer richtig gut passen und super aussehen, denke ich, wenn ich auch ein bisschen dunkler werde. Und das sind die Bronzer, die ich euch wirklich empfehlen kann. Und Bronzer ist für mich wirklich ein Must-Have. Ich weiß nicht für alle und ich weiß, dass viele sich dadurch zu dolle geschminkt fühlen oder dass es nicht unnatürlich ausschaut oder so, aber ich finde, Bronzer macht so einen wunderschönen Unterschied in der Make-up-Routine. Deswegen kann ich darauf nie verzichten. Blush macht auch so, das Blush ist so das i-Tüpfelchen, um einen Look fertig zu gestalten, um frischer auszusehen, jetzt im Sommer und Frühling. Manchmal kann man vielleicht sogar auf einen Bronzer verzichten, aber ein Blush ist schon auf jeden Fall ein Muss irgendwo. Das ist einer, den ich so gerne, so oft verwendet habe, eine Zeit lang. Von Alverde Naturkosmetik ist das der Multicolor Blush in der Farbe 10 Coral Glow. Super schön. Diesen Glow kann man hier ja sehen. So ein sehr subtiler, mega fein. Das könnte auch echt so ein das könnte echt auch so ein High-End-Produkt sein. Wunderschön. Gerade hier diese Nummer 10 kann ich euch von Herzen empfehlen. Hat so einen Hauch von frischer Farbe und Glow. Also einfach nur ein Traum. Wirklich ganz, ganz toll. Dann ein Blush, den habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. Hier von Catrice. Das ist der Cheek Lover Oil Infused Blush. Und ich habe hier die Farbe 10 Blooming Hibiscus. Und wie ihr seht, hier gibt es ganz viele Goldpartikel. Also dieser Blush ist irgendwie auch ein Highlighter gleichzeitig. Und das ist halt so ein bisschen schön. Ich glaube, deswegen bin ich von diesem Thema Highlighter allgemein so weg, weil so viele Blushes schon so viel Glow schenken und Highlight, dass man nicht on top noch einen Highlighter-Auftrag braucht. Und das ist zum Beispiel so ein Blush. Schaut mal, das schaut so toll aus. Ich muss aber sagen, wenn es aufgetragen ist, sieht man dieses Gold genauso viel wie den Blush. Bei diesem hier zum Beispiel, den ich euch vorher, wo ist er, hier, bei diesem Alverde Blush zum Beispiel, sieht man schon den Blush und der ist glowy. Und hier ist es wirklich so 50-50, man sieht sehr, sehr viel von dem, von diesem goldenen Pigment. Deswegen muss man auch doll aufpassen beim Auftrag. Und dann noch ein Blush, den habe ich relativ neu entdeckt. Ich finde den so toll und kann es sein, dass ich den, ich bin gerade verwirrt, ob ich den aus dem DM habe oder aus dem Douglas. Physicians Formula? Ist das nicht eigentlich ein Douglas-Produkt? Ich glaube, ich habe das aus dem DM. Korrigiert mich bitte gerne. Ich bin jetzt total verwirrt. Das ist ein Blush von Physicians Formula. Der riecht wie Kokos. Der riecht wie Sommer. Und das ist die Farbe Copacabana. Und der ist auch mega. So sehr ich Bronzer liebe, lasse ich Bronzer auch mal weg, wenn ich diesen Blush verwende, weil der hat eben so einen schönen Unterton. Seht ihr das? Seht ihr diesen Glow? Und dieses nicht zu rosa, nicht zu rot, das ist eben, was ich nicht so mag, diese roten Bäckchen. So klar, es gibt viele verschiedene Töne und, oh mein Gott, was habe ich jetzt nur gesagt? Aber ich mag lieber dieses Bronzige als dieses Blushige, you know? Aber es macht schon viel aus. Und hier, es ist einfach ein so schöner Unterton, dass man das auch tatsächlich einfach als Blush und als Bronzer alles verwenden könnte. Falls ihr ein bisschen abgerutscht seid nach unten oder zu sehr rein, nehmt ihr nochmal euren Foundation-Pinsel und korrigiert das hier. Der Blush ist so schön, toll pigmentiert, riecht richtig gut, schenkt einen ganz tollen sommerlichen Glow und auch so für so einen Abendlook vielleicht im Sommer sieht das so schön aus. Und der riecht so gut. Hier ist auch ein Pinsel dabei oder so eine Quaste. But come on. Ein Spiegel ist hier dabei. Habe ich irgendwie auch leider noch nie reingeguckt. So, Augenbrauen. Ich habe hier 4 Produkte. Wir können es aber auch gerne in 2 Kategorien aufsplitten. Augenbrauen, Gel. Friends, auch hier nichts Neues. Glued for Brows, Got to be Stronghold Brow Gel. Das ist ein Augenbrauengel, das ich vor allem verwende, wenn ich meine Augenbrauen laminiert habe, wenn sie sowieso schon willenlos sind und da stehen, wo ich sie hinkämme. Und das gibt nochmal diesen nassen Look. Ich kann nochmal mit den Fingern spitzen durchgehen und sie wirklich an meine Haut dran kleben, dran bringen. Und dann halten sie auch wirklich richtig, richtig gut. Also das mag ich sehr gerne. Ich habe auch diese Tube 3-mal oder so zu Hause rumfliegen. Mag ich sehr, sehr gerne, kann ich euch empfehlen. Aber
Mein absoluter Goldie ist auf jeden Fall dieses Produkt hier von Art Deco, habe ich euch auch schon sehr oft gezeigt. Das ist der Brow Filler Defining Gel with Fibers. Und das habe ich auch jetzt gerade drauf. Und ich habe tatsächlich die Härchen nur durchgekämmt. Und es hat mir Farbe gegeben, es hat mir Fülle gegeben durch diese Fibers. Die Augenbrauen halten, wo sie sind. Und es schaut einfach toll aus. Also falls ihr jetzt keine großen Lücken habt oder so in den Augenbrauen, das ist mega, mega Augenbrauengel. Und ich mag auch, dass die Augenbrauen dunkel sind. Jetzt gerade fällt es vielleicht doll auf, weil ich auf meinen Augen sonst nichts drauf habe. Aber ansonsten ist es echt goals. Kann ich euch sehr empfehlen. Art Deco, love it. Vor allem love it immer noch, dass Art Deco jetzt beim DM ist. Finde ich ganz toll. Und dann habe ich zwei Augenbrauenprodukte. Die sind beide fast leer. Fast schon aufgebraucht, die sind einfach fast gleich. L'Oréal Paris Brow Artist Expert, so ein Taupe, ich nehme mal so einen Taupe-Ton gerne. Und dann habe ich hier einen Trended Up Waterdrop Brow Liner in Waterproof, Farbe 30. Auch könnte man sagen, zu dunkel, aber genau das mag ich. Die sind Schwestern. An einem Ende haben wir hier zwei Bürstchen und am anderen Ende haben wir hier die zwei Stifte, die auch eigentlich fast gleich sind. Und zwar haben sie so eine Tropfenform, Kristallform, alle beide. Haben beide einen Taupe-Unterton, so einen kühlen Unterton. Das passt ganz gut zu meinem Ton, zu meinem Typ, meiner Haarfarbe und so weiter. Kann man sehr gut die Härchen mit auffüllen. Ich kämme die Augenbraue erstmal immer runter mit dem Bürstchen, dann fülle ich sie auf, kämme sie hoch, fülle sie von unten auf. That's it. Das mache ich, wenn ich stärkere Looks schminke, wenn ich weiß, okay, ich brauche ein bisschen ausdrucksstärkere Augenbraue. Im Alltag kämme ich sie meistens einfach nur mit dem Augenbrauengel durch. That's it. Aber sonst mache ich das schon so gerne ein bisschen präziser damit. Und die beiden Stifte sind wirklich richtig, richtig toll. Und dann kommen wir zum Thema Lidschatten. Und Lidschatten aus der Drogerie, muss ich sagen, kaufe ich auch fast gar nicht. Also ich verwende einfach Paletten. Mittlerweile verwende ich Paletten von Natasha Denona. Und deswegen ist es für mich so immer, ja. Oder ich verwende halt einfach Bronzer als Lidschatten. Das mache ich auch so oft. Und deswegen ist Lidschatten jetzt allgemein nicht so ein Riesenthema für mich. Aber welche ich richtig gut finde, sind die von Trended Up. Zum Beispiel diese einzelnen Lidschatten. Look at this. Das kann man entweder als Lidschatten oder als Highlighter auch verwenden. Guck mal, wow. Trended Up macht ganz, ganz tolle Pigmente, wenn es so um Puderprodukte geht. Lidschatten oder auch Bronzer, Highlighter. Wie lange hatte ich diesen einen Lieblingshighlighter von denen? Dann zum Beispiel diese Lidschatten, finde ich auch mega von Trended Up. Shimmer Cream Eyeshadow. Das ist wirklich butter, butterweich. Guckt euch mal bitte dieses Pigment an. Ein Traum, das ist die Nummer 80. Nummer 80, ich gebe das direkt ab. Für alle Bräute da draußen, guckt euch das an. Wie wunderschön. Einfach so ein Champagner, goldiger Champagnerton. Wird natürlich nicht zu jedem passen, aber wenn ihr so ein ähnlicher Typ seid wie ich, so ein heller Champagnerton und dann vielleicht ein bisschen was Dunkleres im äußeren Dreieck. Wunderschön. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das hat eine ganz cremige, sehr angenehme Textur. Es kriegt bei mir nie in die Fältchen und ich habe auf meinem Augenlid, gibt die Haut schon nach und es ist schon so ein bisschen, ja, könnte sich was auch absetzen, aber tut es nie und ich liebe sie einfach. Und die gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel gibt es auch so ein Dunkelgrau oder so. Einfach mega, also Trended Up. Liebe ich. Liebe, liebe, liebe. Und dann, was ich auch mega finde, sind eigentlich alle Lidschatten von Essence und Catrice. Ich habe jetzt mal stellvertretend so eine Palette, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, von Essence. Das war, glaube ich, eine LE. Und zwar Hallo Berlin ist die Palette Eyeshadow Palette. Die schaut so aus. Also gibt es auch wieder diese, so ein bisschen ähnlich, ne, was ich gerade aufgetragen habe. Unmatte, dunkle Töne. Und das schaut einfach toll aus. So eine gute, sogar ein Spiegel, Leute. Und ihr wisst ja, Essence ist nicht gerade die teuerste Brand auf der Welt. Ich nehme jetzt mal hier den dunklen Ton. Aber die machen so einen super Job und man kann sich immer drauf verlassen. Und auch gerade eben so Puderprodukte und Lidschatten und so. Einfach mega schön. Und das ist eben, was ich so ein bisschen meinte, ne? Wenn man so sehr helle Lidschatten verwendet, sollte man auf jeden Fall im äußeren Dreieck etwas Dunkleres auftragen, damit man nicht so Knopfaugen hat, sondern damit das Ganze eine schöne Form bekommt. Wie ist es denn eigentlich? Wer heiratet von euch dieses Jahr? Und
Nächste Frage, schminkt ihr euch selbst? Ich habe mich selbst geschminkt. Zum Standesamt habe ich mich selbst geschminkt und zu unserer großen Big Party habe ich mich schminken lassen. Weil ich es nicht kann oder nicht wollte, sondern weil ich wollte so viel Stress wie möglich einfach abgeben. Und deswegen habe ich das Schminkgeschichte einfach mal abgegeben und habe mich einfach entspannt und mir gedacht, ich muss nicht überlegen, ob ich mir jetzt mein ganzes Make-up dabei habe, wo ich mich schminke, habe ich genug Zeit, mit zitternder Hand Wimpern aufkleben und gleichzeitig weinen, weil irgendwie die Gäste anfangen zu kommen oder so. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja, so ein Eyeliner, das wäre natürlich gut, ne? Aber habe ich jetzt nicht hier. Eyeliner we do not have. Oh, ich habe hier einen auf dem Tisch gefunden. Ich nehme den einfach mal. So Leute, hier lag ein Eyeliner rum, den habe ich jetzt einfach mal benutzt. Ich muss wirklich sagen, Eyeliner für mich, der einzig wahre Eyeliner für mich persönlich, auch für meine Art und Weise, wie ich einen Eyeliner auftrage, ist einfach Isadora Flex Tip Eyeliner. Den habe ich jetzt in schwarz aufgetragen, am allerliebsten benutze ich den braun Schokolade oder Schoko, irgendwie so heißt der. Beste Eyeliner auf der Welt, einfach wegen dieser langen Filzstiftspitze, die ich super anlegen kann für meinen Wing. Also, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Und Mascara ist auf jeden Fall ein Thema, das wir in der Drogerie einfach haben. Wenn es in der Drogerie etwas gibt, was besser ist als im High-End-Bereich, dann ist es Mascara. Schon allein die Auswahl. Und ich werde nie vergessen, als ich ein Interview geführt habe mit Natasha Denona, da hatte ich sie gefragt, was ist das allerschwierigste Produkt in der Produktion, in der Herstellung? Und da hat sie gesagt, Mascara. Deswegen hat Natasha Denona auch noch keine Mascara, weil sie will immer nur perfekte Produkte auf den Markt bringen. Da hat sie gesagt, Mascara ist das allerschwierigste, deswegen hat sie noch keine Mascara auf den Markt gebracht. Und da muss ich sagen, Respekt und Hut ab an die Drogerie, dass es da so viel tolle Mascara gibt. Und der Vorreiter, muss man einfach sagen, ist L'Oréal. L'Oréal Paris. Die bringen auch mehrmals im Jahr neue Mascara heraus, habe ich das Gefühl. Und jedes Mal ist das ein Hit. Und hier diese Pro XXL Lift Mascara mit Seite Nummer 1 und 2. Mit einem Böschen, das Länge verleiht und einem Böschen, das Fülle verleiht. Das war ganz lange mein Favorit. Diese Mascara nehme ich auf jeden Fall auf jedes Event mit, wo ich einfach krasse, mega wow Wimpern brauche. Die ist so gut und ihr habt ja einfach zwei Mascaras in einem. Ne? Schon allein deswegen, was man davon hier hat. Die hat auch Gewicht, also das ist einfach mega. Dann diese Mascara, Leute, hat mein Herz erobert in den letzten Wochen oder kann man schon sagen Monaten. Die ist ja relativ neu auf den Markt gekommen, beziehungsweise wurde sie neu formuliert. Es gab schon eine Telescopic Mascara, die konnte man irgendwie gar nicht in der Drogerie kaufen, sondern nur bei Amazon oder so. Die hatte so eine Champagner-Verpackung, könnt ihr euch vielleicht erinnern, und hatte so ein Gummibürstchen und nur an der einen Seite waren so Zacken. Boah, hab ich die geliebt, die Mascara, die war auch so gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unformuliert oder auch ja ein bisschen abgeändert. Das Bürstchen ist jetzt, die Zacken sind jetzt nicht so nach oben, sondern an die Seiten. Und wenn man das dreht, sieht man, wie platt das ist. Und das hat auch, es ist auch ein Gummibürstchen, es ist auch beweglich und es ist der Hammer. Es überträgt ganz viel Produkt. Also ich würde sagen, damit macht man nicht gerade natürliche Wimpern, sondern Bäm-Wimpern. Hast du Wimpern aufgeklebt? Solche Wimpern, macht diese Mascara. Und last but not least werde ich niemals ignorieren können oder nicht zeigen können. Und zwar diese hier, das ist die Trended Up False Lash Boom Mascara. Die wurde irgendwann umformuliert und die konnte mich Ewigkeit nicht erreichen, diese umformulierte Mascara. Ich weiß auch nicht warum. Das Trended Up Team, nämlich von DM, hat es mitbekommen, wie sehr ich diese Mascara pushe. Und dann haben sie mir die neue Formulierung geschickt und haben mich gefragt, wie ich sie wohl finde. Und das kam irgendwie ewig nicht an. Also ich werde das jetzt mal verwenden. Aber ich muss sagen, auch wieder für kleines Geld, Trended Up, gerade Mascara wieder, ne, weil es so schwer ist. Hey, super Job. So ein leicht gebogenes Bürstchen. Auch wieder ein Gummibürstchen, da merkt man auch, was so mein Favorit ist, gibt schön nach, diese kleinen Zacken kann man so fein arbeiten, jede Wimper abholen, schönes Volumen machen, schön für den Alltag, kann man aber auch schön schichten, ohne dass es verklumpt, ohne dass es über den Flecken macht oder über den Tag irgendwo hängt, also wirklich einfach mega. Ich werde jetzt mal diese neue Formulierung hier einmal verwenden und ich habe leider meine Wimpernzange nicht dabei. Ja, naja gut, nicht schlimm. So. Das ist der Look mit Mascara. Ich weiß, dass der Eyeliner natürlich immer ganz viel schluckt, ne, von dem
was man sonst sieht, aber ganz tolle Mascara. Also wow, ohne Wimpernzange, trotzdem ein echt sehr, sehr schöner Wow-Look. Auf jeden Fall ein tolles Endergebnis, mag ich sehr, sehr gerne. Mega-Mascara. Wer sie immer noch nicht ausprobiert hat, müsst ihr unbedingt machen, wirklich. Und dann kommen wir zum Thema Lip Liner. Ich habe hier zwei. Ich habe auf jeden Fall einige auf meiner Wishlist von NYX. Aber ich muss sagen, ich war in letzter Zeit in keinem DM, wo es eine NYX-Theke gibt. Komischerweise. Ist es nicht mehr so üblich? Früher gab es doch ganz viele davon. Keine Ahnung, vielleicht habe ich die falschen Filialen erwischt. Da habe ich auf jeden Fall einige Farben, die ich mir kaufen möchte, weil ich sehr viel davon gesehen habe in letzter Zeit auf Social Media. Aber ihr wisst ja, mein allerliebster Lieblings-Lip-Liner ist Staring Roll von Catrice. Das ist die allerschönste Rosenholzfarbe, der allerschönste Ton für so einen natürlichen Look. Für wenn ihr auch so ein ähnlicher Typ seid wie ich, es schaut so toll aus, es lässt die Lippen voller ausschauen, es hält so lange und eben der Unterton ist einfach ein Traum. Und was ich auch sehr gerne trage, ist ein Lip Liner von Art Deco und das ist die Farbe 140. Das ist auch ein sehr, sehr cremiger Everyday Lip Liner, der ist aber so ein bisschen mehr bräunlich. Hier, Staring Roll geht mehr in die Alt-Rosé-Richtung. Ich werde ihn auch verwenden jetzt. Und der ist so schön cremig. Liebe den. Lippen umrahmt. Superschön. Ich kann auch gar nicht mehr ohne Lip Liner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann nicht mehr ohne Lip Liner. Für mich ist das einfach das Nonplusultra für einen schönen Look und vor allem Lippen. Lip Liner muss. Und dann habe ich hier, ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich das so mache. Ich zeige euch drei Stück, aber es zählt für mich als eins. Eine Kategorie. Guckt schon mal die Farbauswahl an. Wow! Und zwar ist es hier, sind es die Superstay Ink Crayons von Maybelline New York. Und ich habe hier die Farbe Talk the Talk, habe ich euch letztens erst in einem Instagram Reel gezeigt. Dann habe ich die Farbe Trust Your Gut, super schöner Braunton. Und dann habe ich noch die Farbe Stay Exceptional 25, so ein Roséton. Ich trage sie euch mal auf. Leute, die sind einfach mega. Ich liebe alles, was so ein Stift ist. Irgendwie so eine Kombi aus Lip Liner und Lippenstift. Ich finde, das ist so praktisch. Das ist so easy in der Anwendung. Und die haben so ein gutes Pigment. Die kann man so gut mitnehmen. Also einfach mega. Die Farbabgabe, einfach toll. Die Pigmentierung, guckt euch mal die Farben an. Mega. Dieses Rosane an, ich gebe das mal drauf. Trockene Haut bedeutet auch trockene Lippen. Und deswegen, wenn ich diese Teile benutze, benutze ich eigentlich immer sehr gerne noch ein Gloss darüber. Aber schaut mal, wie schön ausgefüllt und ordentlich das alles ausschaut. Einfach nur mega. Und die halten auch richtig gut. Der Duft ist jetzt nicht besonders auffallend, positiv oder negativ. Ist einfach okay, sage ich mal. Was ich auch sehr gerne mag, sind diese Lippenstifte. Das ist jetzt von L'Oreal, zum Beispiel die Farbe Nummer 500. Das sind auch so schmale, sehr handliche, benutzerfreundliche Lippenprodukte. Schaut euch mal diesen Ton an, den trage ich mir jetzt auch mal auf, damit ihr das mal gesehen habt. Gibt es auf jeden Fall auch in sehr vielen wunderschönen Farben. Aber wie ihr sehen könnt, ist es auch ein mattes Finish. Ich gebe nochmal Staring Roll drüber. Und wie ihr seht, also eben dieser Lippenstift geht nur mit einem Lip Liner, aber eine super, super schöne Farbe. Sieht sehr hochwertig aus, luxuriös. Jetzt vielleicht noch ein bisschen dunklere Smoky Eyes dazu. Wunderschön. Farbe Nummer 500, don't forget. Und der Duft ist sehr angenehm. Der fällt mir jetzt positiv auf. Er fällt mir auf, was vielleicht schon manche stört, aber er fällt mir sehr positiv auf. Mega, wow. Oh, I love it. Ich traue mich so selten an so helle Lippenstifte, weil ich so Angst habe, so eine Concealer-Lippe zu haben. Aber der Trick ist hier tatsächlich einfach nur, guten Lip Liner zu haben. Und dann einfach, ja, Glosse. Da gibt es auch viele verschiedene. Ich weiß nicht, kann man das als jetzt eine andere Kategorie sehen? Oder sonst habe ich jetzt vier Lippenprodukte. Einmal ein Lip Gloss, den ich mega finde, von Essence Extreme Shine. Der Volume Lip Gloss in der Farbe 08 Gold Dust mit so goldenen Pigmenten eben. Oder hier einer von L'Oreal Paris. Sieht so weiß-silbrig aus. Und das ist die Nummer I Maximize 400. Gib den jetzt mal drüber.
Schaut auch schön aus. Das ist viel mehr wie so ein Balm, fühlt sich das auf den Lippen an, aber sehr, sehr angenehm und hat so einen mintigen Geschmack. Ja, das waren die Lippenprodukte, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag natürlich auch sehr gerne diese Lipglosse auch von Maybelline, die so ein bisschen wie Fenty aussehen und auch dieses Finish haben. Es gibt wirklich sehr viele schöne Lippenprodukte. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, was ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne verwende. Und Setting Spray, einzig wahre für mich, Art Deco. Das ist hier dieses 3-in-1 Make-up Fixing Spray. Setting Refreshing Make-up Base. Also könnt ihr in jedem Zwischenschritt mit auftragen. Es gibt bestimmt auch mehr, aber ich muss sagen, da verwende ich auch fast nur High-End-Produkte in diesem Setting-Bereich. Und wenn, dann nehme ich mal dieses von Art Deco. Aber hier muss ich fairer, ehrlicherweise auch sagen, dass ich finde, dass der Sprühkopf, also es sprüht auf jeden Fall sehr nass. Also das Gesicht ist sehr nass. Ihr müsst eine gute Entfernung haben, dass ihr nicht das Gefühl bekommt, ihr ruiniert euer Make-up, weil es einfach zu nass ist. Man sieht jetzt schön diesen Glow, ne? Dieses Durchfeuchtete und so. Alles verbindet sich, alles fühlt sich gut an, der letzte Schliff. Aber ich mag mehr, wenn es einfach ein schöner Nebel ist. Und das waren jetzt schon so Spritzer, ne? Aber nichtsdestotrotz, aus der Drogerie, ein tolles Produkt. So, und das war's dann auch schon mit den Produkten. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich muss sagen, ich finde den Make-up-Look so schön. Ich gehe auch heute auf einen Geburtstag, deswegen passt es ganz gut. Schreibt mir sehr gerne, wie der Look euch gefällt. Aber ich finde dafür, dass es Drogerieprodukte sind, sieht man keinen Qualitätsunterschied. Ne? Das könnte genauso auch ein High-End-Make-up-Look sein. Auch wenn ich viele Highlights und Favoriten habe aus dem teureren Segment, muss ich sagen, dass die Drogerie wirklich sehr, sehr überzeugend ist. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte auf der Suche, wenn ihr das nächste Mal wieder ein neues Produkt sucht oder etwas Neues ausprobieren möchtet. Schreibt mir auch gerne bitte immer ein Feedback, ob euch was gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat, was ihr auch ausprobiert, was ihr jetzt vielleicht gut fandet oder nicht so gut fandet. Ich freue mich auf euer Feedback, konstruktive Kritik. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!